Hello and welcome to USA Global TV and Radio. This is the It's Your Healthy Lifestyle Show, hosted by the founder of this platform, Dr. Jacqueline Kerbeck, and myself, Roland Friedel. How important is your health and fitness to you? We show you how you can easily eat healthier every day, how you can improve your fitness and recover much quicker after your exercises and workouts. Families will learn how to optimize their children's health and nutrition. And finally, you will also hear how you live a long, healthy, and fit life into your old age. Join us here on It's Your Healthy Lifestyle. Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, and welcome home to USA Global TV and Radio. Our show today is It's Your Healthy Lifestyle. And the star of our show, Mr. Roland Friedel, will be out very shortly with our very special guest. Our show today takes it to another level when we talk about global. Our show is going to be in German, and my German is this a little bit, so I will be producing the show. So without further ado, I'd like to welcome a huge part of our platform. He is a dear personal friend to me as well. We just had a great chat earlier today. His name is Roland Friedel, and he is an entrepreneur, a serial entrepreneur, a businessman, a coach, a mentor. He's also someone who is very passionate about having a healthy, holistic lifestyle. When I spoke to him about the fact that he always looks great, he's never seeing a doctor, he's always exercising, he's traveling around the world, what is his secret? And he said, it's all about your lifestyle. Let's welcome him to the program. And then, as I mentioned, I will be going backstage and producing. Roland, so good to see you today. Hello, Dr. Jacqueline. Great to see you again. You look fabulous. You look fabulous. Thank you, thank you, thank you, darling. I think it's the pink because I'm always in black. It's either that or the color. You know what? I always see you on social media. You work out. You really stay in shape and do a great effort. I highly appreciate it. Thank you very much. I'm always trying to push myself to the next level. And I just want to thank you before I step aside and just, I've been taking Juice Plus supplements since January, I think. And I just feel so great, Roland. I have so much energy. My nails are like daggers. My hair is growing long. My eyebrows are all bushy. I am loving it. So thanks for turning me on to that. You're more than welcome. It's more than welcome. Yeah, you know, I started with the product in 1994. Can you imagine? Almost 30 years ago. I take it on a daily basis, and I'm also very happy for myself, for my kids, for my grandkids. The whole family is taking Juice Plus, and I cannot tell you how really thankful and grateful I am, because I'm never sick. I'm always fit. Man, besides taking Juice Plus, of course, I work out. I eat more or less healthy, stuff like that. I don't smoke. But it made a really tremendous impact. It was a game changer for the whole family, because it's actually bridging the gap between what I should eat on a daily base and I really eat on a daily base. So I'm very happy. I'm happy that you on Juice Plus too, and you get all the benefits too. It's fabulous. And I just want to welcome anyone who's watching or listening now or on the replay. We started our own Facebook group just today. And what a surprise, it's called It's Your Healthy Lifestyle. We're going to be sharing all kinds of tips along with our colleague, Dr. Sadi Rajput, who is in Pakistan. So, Roland, I'm going to turn the show over to you. I'll be producing, and have a fabulous one. Take care. Thank you, Dr. Jacqueline. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, it's a premiere. First time that we broadcast in German. Very happy because, you know, I'm a native speaker. I'm German speaking. I'm Austrian. And today we have an amazing guest, a very dear friend. We met him more than 25 years ago. He became a distributor in my team. We became friends. We made vacation with our kids together in Italy. I will never forget it many years ago. We had a lot of fun, you know, two men, good-looking men, six kids in Italy. Just amazing. So let's welcome. Herzlich willkommen. We're going to start in German now, and we will produce it also in subtitles. So don't worry, if you don't understand German, the recording will be provided with subtitles. So, herzlich willkommen, Dr. Stefan Hammer. Hallihallo, ebenfalls herzlich willkommen und danke für dieses tolle Interview.
Und ich freue mich sehr und ganz, ganz liebe Grüße in die USA, wo ich ein so gutes Nahverhältnis habe, weil meine Tochter in Miami studiert und Anwältin wird und deshalb ich sehr viel Kontakte auch in Amerika habe. Sehr schön, Stefan. Dankeschön. Dankeschön. Ja, auch liebe Grüße an deine Tochter drüben. Stefan, wir Danke. haben uns kennengelernt vor 2,5 Jahrzehnten. Ich werde das nie vergessen. Und die Geschichte war, mein damals bester Freund, leider ist er mittlerweile verstorben, aber und der ist mit dir auch ein sehr guter Freund von dir. Seid zusammen, glaube ich, zusammen aufgewachsen im selben Dorf. Ja. Und du hast ihn damals kontaktiert als Arzt und als medizinischer Berater von einer Richtig, österreichischen ja. Fußballmannschaft der ersten Division. Du hast gesagt, du brauchst Supplements für die Jungs, ja, damit die fit und gesund sein. Und du hast unseren gemeinsamen Freund Pepe, den Niki, kontaktiert, der ja damals Vice President einer der größten Firmen weltweit ist. Und er hat gesagt, ja, alles schön und gut, aber ich privat nehme was anderes. Ruf Ja. den Roland an. Ja, das, so Und so war haben wir das, uns ja. kennengelernt. Und ich kann mich noch erinnern, wir sind damals beide um 6 Uhr morgens oder circa von Wien zu einem Ärzte-Event, zu einem Ärztekongress gefahren, wo Juiceplus vorgestellt wurden, die ganzen Hintergründe, die ganzen Scientifics, die ganzen Studies. Du hast gesagt, du bist on board. Und ja, so hat unsere beide Business-Story, aber noch viel, viel besser auch unsere Freundschaft ganz einfach begonnen. Stefan, Ja, können wir ein absolut, bisschen starten? absolut. Magst du ein bisschen dein Publikum erzählen, deinen Werdegang? Du warst ja nicht von Beginn an Arzt, du hast es ja im Ja. zweiten Bildungsweg gemacht. Warum und was ist so deine Vision, Mission? Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, das zu bringen. Und zwar folgendes. Ich habe im zweiten Bildungsweg Medizin studiert. Ich war zuerst diplomierter Krankenpfleger, habe dieses mit Auszeichnung abgeschlossen und anschließend immer mehr die Begeisterung für das Medizinstudium bekommen. Letztendlich war meine Vision eigentlich, die ich auch schon als Pfleger hatte, Menschen zu helfen, aktiv zu helfen, wirklich zu helfen, mit den Händen, mit meinen Worten, mit Daten. Und dann ist mir immer mehr bewusst geworden, wie wichtig es wäre, ganz an der Front zu stehen, um wirklich aktiv mitzuhelfen im Gesundheitssystem, in diesem großen Gesundheitssystem tätig zu werden und Menschen aufzuklären, wie Gesundheit funktioniert, was wichtig ist für die Gesundheit. Und die Mission ist darin eigentlich schon ge gelegen. Die Mission lautet, Menschen etwas zu lernen. Und wir haben ja in unserem Ärztegesetz in Österreich eindeutig stehen, wir sollen die Ursache herausfinden, wir sollen die Ursache behandeln, wir sind zuständig für die Vorbeugung, also Prävention, und wir sollen die Gesundheitsförderung betreiben. Naja, das geht natürlich nur, wenn man sich ernährungswissenschaftlich auch bemüht, hier Kenntnisse zu erlangen. Denn im Studium, auch in Amerika und bei uns in Europa, ist das Medizinstudium so aufgebaut, dass man über Ernährung praktisch nichts erfährt. Man erfährt auch gar nichts, wie Gesundheit funktioniert. Was ist Gesundheit überhaupt? Da gibt es eine Definition, aber dann ist Stillschweigen und das kann es einfach nicht sein. Und deshalb war meine riesige Mission dabei, schon bei Kindern zu beginnen, in Schulen, in Kindergarten aufzuzeigen, wie wichtig die Ernährung ist, wie eminent wichtig die Ernährung ist für unsere Gesundheit, auch die Bewegung natürlich. Und dazu gehört der Kopf. Also das heißt, für mich beginnt Gesundheit eigentlich im Kopf, im Denken, in der Selbstverantwortung. Und das ist mein Bestreben und das mache ich bis heute mit großem Erfolg bei mir. Wir haben einen riesen Zustrom von Menschen, die einfach nicht mehr die Schulmedizin dulden, sondern die haben schon längst erkannt, dass es nicht wichtig ist, Medikamente einzunehmen auf Dauer, sondern dass es viel wichtiger ist, Krankheiten vorzubeugen und die richtige Ernährung zu machen, die richtige Bewegung zu machen und einfach für die Gesundheit das Beste herauszuholen. Und das war die Mission, die ich bis heute mit Begeisterung lebe. Ich sitze jeden Tag mit Lebensfreude, mit Spaß in meiner Ordination. Ich habe riesige Freude und die Menschen gutieren mir das ganz einfach, indem sie offen sind. Sie nehmen die Dinge dankbar an, sie merken, das ist von Herzen und das steckt Wahrheit dahinter. Und das ist das Bestreben. Und nur das ist der Grund, warum ich überhaupt Medizin studiert habe, um zu zeigen, wie wichtig es ist, als Arzt in einem System zu arbeiten, das nicht konform geht mit den Dingen, die draußen tagtäglich passieren, indem Menschen nur Symptome kuriert bekommen, aber niemals Hinweise bekommen, was macht die Ernährung mit uns? Was ist denn eine gesunde Ernährung? Wie viel Obst, Gemüse essen wir eigentlich oder wie viel Bewegung machen wir? Und ich denke, es ist ein wichtiger Beitrag auch für Amerika zu wissen, dass wenn man sich eine Präventionsstudie in Amerika anschaut, maximal 9 bis 12% der Menschen in Amerika
haben ausreichend Obst, Gemüse und Beeren in ihrer Nahrung. Das bedeutet, über 80% sind eigentlich unterversorgt. Und deshalb habt ihr auch die höchste Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch Österreich und Deutschland ist nicht viel besser da. Aber das liegt nicht, dass Menschen zu dumm sind, sondern das liegt daran, dass das System einfach nicht wirklich informiert und dass es nach außen, so wie jetzt bei unserem Film hier, die Botschaft nach außen geht, wie wichtig und eminent die Ernährung ist. Und da hängt auch die Darmgesundheit zusammen. Also das ist alles ein komplexer Bereich. Aber Gesundheit ist in Wirklichkeit so einfach und so simpel zu halten, dass man sich oft nur wundern kann, warum wir die höchsten Todesraten im Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Das metabolische Syndrom extrem. In Amerika vermutet man, dass über 65% übergewichtige Menschen leben. Auch das ist ein Hinweis für schlechte Ernährung, für Mangelernährung. Es fehlt an Mikronährstoffen, es fehlt eigentlich an der Wahrheit, dass man über Gesundheit spricht und dass man hier wirklich aufzeigt, was Gesundheit bedeutet und wie man das eigentlich macht. Und das sind die Ärzte verantwortlich. Ja, absolut. Vielen, vielen Dank, Stefan. Stefan, bevor wir tiefer in das Thema hineingehen, also ich muss ja unserem Publikum eines sagen, wie gesagt, wir kennen uns ja persönlich, ich schätze dich ja sehr. Ja. Wir sind ja jahrelang zu zweit gedingelt und haben Vorträge gehalten zum Thema Ernährung und zum Thema Prävention. Ich kann dem Publikum eines sagen, du bist ja nicht nur ein Mediziner im klassischen Sinn, du hast ja sehr viel Ausbildung gemacht, du bist ja sehr offen für verschiedene Thematiken. Um ganzheitlich zu agieren, um alles zu verstehen. Du hast ja damals auch, ich weiß ja, dein Traum war ja damals, Arzt in deiner Heimatort zu werden. Das hast du sehr erfolgreich umgesetzt. Du bist dann umgezogen in eine noch viel größere Praxis. Ja. Du hast alleine letztes Jahr um 200% an Patienten zugelegt. Das zeigt ja auch, dass dein Weg ein richtiger ist. Und ich möchte unser Publikum eins sagen, warum? Ganz einfach, weil der Stefan nicht nur Mediziner ist, der belehrt und Prävention, sondern du bist ja auch ein Role Model. Du lebst das selber, ich sage mal, großteils so gesund. Ja. Du bist fit, du machst Sport. Das heißt, du lebst ja das auch vor. Du predigst nicht das nur Wasser und trinkst Wein, sondern du tust ja auch tatsächlich auch das, du lebst es auch dem Patienten vor. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Richtig. Für mich ist immer ganz wichtig, das, was ich spreche, das, was ich zu Menschen und Patienten oder Klienten, für mich ist nicht jeder Patient, für mich sind es Mitmenschen, meine Schwester und Brüder. Und da war es mir immer ganz wichtig, nicht etwas zu predigen, was man selber gar nicht tut. Also wenn man selber übergewichtig in der Ordination sitzt, raucht oder nie einen Apfel im Geschäft kauft oder wie auch immer, dann ist man einfach nicht glaubwürdig. Und ich lebe das absolut mit einer unglaublichen Freude. Und ich merke auch, wie es glücklich macht, wenn man seinen Körper in das Älterwerden gesund hinüberbringt, ohne Gebrechen. Ich gehe jeden Tag in mein Fitnessstudio, ich nehme jeden Tag Supplements, also Obst, Gemüse und Beeren, da können wir noch sprechen darüber. Und ich achte auch darauf, dass ich maximal zweimal pro Tag esse und 16 Stunden überhaupt keine Nahrung zu mir nehme, weil hier zeigen auch Studien eindeutig, dass wir Menschen zu viel essen, zu falsch essen, das falsche Essen, zu oft essen, zu üppig auch und natürlich auch die Bewegung nicht hinlänglich betreiben. Und was auch sehr wichtig ist, das Denken, die Selbstverantwortung, die Wertschätzung dieser Schöpfung gegenüber, dass wir einzigartig hier unser Leben haben und das ist, dass wir nur einen Körper jetzt zur Verfügung haben und das ist etwas Heiliges. Und ich denke mir, wenn das jemand im Bewusstsein hat, dann wird er sich bemühen, dass er darauf achtet, was er isst, wie er isst und wie er lebt. Und das ist eigentlich mein Credo auch, ja? Absolut, absolut, Stefan. Du hast auch damals das Wort Selbstverantwortung erwähnt. Das ist ein Wort, das ich sehr liebe, selbst in die Verantwortung gehen. Wenn man so über das Thema, du hast davor auch gesagt im Studium, man hört viel über Krankheiten, nichts über Gesundheit. Wenn man so sagt, Gesundheit versus Krankheit. Ja, viele Menschen reden sich auf die Gene auf. Ja. Ich hab das vererbt bekommen, die Gene sind schuld, keine Ahnung, andere Menschen sind schuld, die Umstände sind schuld, ich kann es nicht kontrollieren, ich kann gar nichts dafür. Die Frage ist das wirklich so? Ich habe mal Studie gelesen, dass man fast alle Gene kompensieren, also Gendefekte kompensieren kann. Ja. Was ist so deine Meinung zum Thema Gesundheit, Wohlbefinden und vor allem das Thema Prävention? Was kann man aktiv tun? Selbst wenn man Gendefekte hat. Das ist eine enorm wichtige Frage
Und das kann man ganz konkret heutzutage beantworten. Wir haben früher noch geglaubt, wie ich studiert habe, dass die Gene für alles verantwortlich ist und dass wir uns ausreden können, ja, ich habe eben Gene für Dickmach, für Dickheit, ich habe die Gene für Krebs, für Krankheiten. Heute wissen wir aus Forschung und Wissenschaft, und da können wir stolz sein, dass endlich der Beweis geliefert wurde, die Gene sind lediglich die Blaupause. Das bedeutet, übergeordnet den Genen spricht man von der Epigenetik. Und die Epigenetik besagt nichts anderes, als dass das Umfeld, das Environment ist verantwortlich, was aus unserem Körper, aus unserem Leben, ob Gesundheit oder Krankheit herauskommt. Einfach ausgedrückt, wenn man viel Obst, Gemüse isst und sich gesund, hauptsächlich vegan ernährt, dann werden Gene aktiviert für langes Leben, für antioxidative biologische Stoffwechselprozesse. Und man kann Gene auch umswitchen, wenn man sehr viel tierisches Eiweiß isst, üppig isst und schlechte Nahrung, Industrienahrung konsumiert, dann werden eben Gene aktiviert, die mehr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Krebs aktiviert werden. Also wir können praktisch einschalten und ausschalten. Die Gene sind lediglich eine Blaupause, woraus sich alles bilden kann. Und das ist die frohe Botschaft. Wir können jederzeit alles umdrehen. Wir können jederzeit durch Änderung unseres Ernährungsverhaltens die Gene in die richtige Richtung programmieren, einschalten, sodass wir ein langes, glückliches und vor allem ein krankheitsfreies Leben haben. Weil Krankheiten werden ja gezüchtet. Wir bekommen sie nicht vom lieben Gott, sondern wir durch unsere zivilisierte Lebensweise, durch unsere industrialisierte Nahrung, durch wenig Wasser trinken, auch schlechtes Wasser ist ein Grund, die Mangelbewegung, alles das spielt zusammen und das stellt die Epigenetik dar. Das heißt, es steht über den Genen unser Verhalten, unsere Umwelt. Unsere Umweltfaktoren sind prägend. Und ganz wichtig ist natürlich das Ausmaß an freien Radikalen im Blutsystem oder die oxidativen Prozesse, die ja permanent im Körper stattfinden. Und wir sind dafür angehalten, von der Natur her viele Dinge zu essen, die eben sind. Und wenn wir das verstehen und wenn wir das lernen und informieren die Menschen, dann wird sich mehr Gesundheit breit machen in der Bevölkerung. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir endlich aufhören müssen, Menschen glauben zu machen, wenn sie Krankheiten haben, die haben sie vererbt. Meistens ist es ja so, dass wenn Kinder dieselbe Krankheit erleiden, zum Beispiel Herzinfarkt oder einen bestimmten Tumor wie die Eltern, dann kann man nicht sagen, das ist vererbt, sondern wir wissen heute, die haben nur dieselben Voraussetzungen mitgemacht. Sie haben zum Beispiel dieselbe Nahrung gegessen wie die Eltern. Sie leben meistens auch zusammen. Also sie haben dieselben Gewohnheiten, sprich dieselben äußerlichen Umweltfaktoren. Und die haben dazu geführt, dass Gene eben in die falsche Richtung programmiert wurden und dadurch Krankheit entstanden ist. Absolut. Und man weiß ja zum Beispiel auch bei Adipose, das zum Beispiel bei der Fettleibigkeit, ja, dass 80% von adipösen Eltern adipöse Kinder haben werden, aber nicht genetisch bedingt, sondern weil die Kinder genauso das gleiche essen wie die adipösen genau, Eltern. Richtig. Auch, also nicht das gleiche und auch die gleiche Menge konsumieren. So ja. ist es, ja. So ist es. Ja. Wir wissen natürlich viel mehr heutzutage über das sogenannte Mikrobiom. Das sollte jeder schon wissen und auch lesen. Wir wissen, dass die Bakterien in unserem Darm, im Dickdarm, sind alleine ungefähr 2 Kilogramm Bakterien beheimatet. Und hier ist es ganz wichtig, auch wieder die Ernährung. Die Ernährung macht aus den Darmbakterien gesundheitsfördernde Darmbakterien oder krankheitsfördernde Bakterien. Ähnlich wie bei den Genen. Und das heißt, der wichtigste epigenetische Faktor ist und bleibt die Ernährung und die Bewegung. Und die Ernährung macht 100% aus, weil danach werden auch entsprechende krankheitsfördernde Bakterien im Darm gezüchtet. Und die verursachen natürlich über ihre Giftstoffe und über ihre Signal- und Botenstoffe die Krankheiten. Wir wissen, jede Erkrankung ist darmassoziiert. Das heißt, alles, was an Krankheiten überhaupt auf dieser Welt passiert, ist letztendlich den Bakterien zu schulden. Und da sprechen wir auch von einem Leaky Gut-Syndrom oder wir sagen in Deutsch hyperpermeabler Darm. Und wenn der Darm löchrig wird, wenn die Barriere nicht mehr geschlossen ist, vergiften wir uns täglich selbst mit unverdauten Nahrungsbestandteilen, Giftstoffe aus der Umwelt, wo wir eine Unzahl haben. Ich habe ja auch Umweltmedizin studiert und habe gemerkt, wir haben alleine im Wasser bis zu 40.000, 50.000 Chemikalien, die wir jeden Tag mitschlucken, wenn wir uns das Wasser nicht mehr filtern und wenn wir nicht es aufbereiten. Das heißt, die Krankheit beginnt schon einmal durch
den Darm, der krank wird, aber hier speziell die Darmbakterien, die wir zerstören. Und wir haben nicht mehr diese Diversität der Darmbakterien. Und das hängt eins zu eins wieder mit der Ernährung zusammen, weil Bakterien, gesundheitsfördernde, kann ich nur mit der richtigen Nahrung anzüchten und dass ich meinen Darm gesund halte. Wir vergessen immer, dass der Darm eigentlich das wichtigste Organ in unserem Leben ist, weil hier wird verdaut, hier wird entgiftet, hier wird sozusagen auch Wasser rückresorbiert, die Elektrolyte, alles spielt sich im Darm ab. Und über den Darm nährt sich letztendlich der Mensch und das Blut-Nervensystem. Alles, also die Mikrobiomforschung ist meiner Meinung nach die Zukunft und hier ist die Parallelität zu einer gesunden Ernährung eindeutig nachzuweisen und auch wissenschaftlich gegeben. Du hast etwas ganz Wichtiges erwähnt, was so ein bisschen außerhalb unseres Themas drin steht, weil du sofort Entgiften auch erwähnt. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man eben mit richtiger Ernährung auch entgiften kann, weil selbst wenn man sich richtig ernährt, ist man vergiftet. Das heißt, das Wasser zum Beispiel, Kosmetika, Putzmittel, Umweltverschmutzung. Das heißt, wir sind ja sehr vielen giftigen oder toxischen Einflüssen ausgesetzt und man kann mit der Ernährung das entweder verstärken, also verschlechtern noch, Ja. oder man kann auch ausleitend wirken, entgiftend wirken. Welche Rolle spielt der Obst, Gemüse, Beeren beim Entgiften für dich? Ja, ganz eine enorme. Wir wissen heute, dass die Inhaltsstoffe in Obst, Gemüse und Beeren erstens einmal die gesundheitsfördernden Bakterien unglaublich fördern und dadurch auch im Darm halten, wenn man so will. Also sie verweilen, also die gesundheitsfördernden Bakterien vermehren sich und wir wissen aus Studien, dass unsere Darmbakterien zu 60% den Körper entgiften, also mehr als wir über die Leber oder über die Niere oder über die Haut und über die Lungen sozusagen entgiften. Und das ist wieder der eindeutige Hinweis, die richtige Ernährung schafft uns auch die richtige Entgiftung. Oder wenn man Pflanzenstoffe hernimmt, die entgiften in verschiedenartiger Art und Weise, indem sie Abbauprodukte darstellen oder Metabolite, sagen wir in der Biochemie. Die Metabolite bedingen wieder, dass sich Bakterien besser vermehren können, dass die Darmschleimhaut gebildet wird, dass die Schleimschichte kompakt und artenreich besiedelt werden kann von Bakterien. Alles das ist eine Synergie, ein Synergieeffekt. Und die gesunde Ernährung, ich habe es selber erlebt bei einem Sohn, den meine Frau mitgebracht hat in die Familie, der hatte eine schwerste Allergie, der hatte eine Katzenallergie. Wenn er nur die Katze angegriffen hat, bekam er einen Asthmaanfall, ein rotes Gesicht und er musste Sprays und Tabletten nehmen. Und ich sagte damals zu meiner jetzigen Frau, sage mal, wie viel Obst, Gemüse isst dein Sohn eigentlich? Und sie sagt zu mir, ja, überhaupt nichts. Daraufhin haben wir Juice Plus gegeben, also Obst, Gemüse und Beeren gab es damals auch schon. Und siehe da, in einer einzigen Woche durch Einnahme dieser Obst-, Gemüse- und Beerenmischung war die Allergie verschwunden. Nicht gemildert, sie war weg. Er konnte die Katze wieder angreifen. Ich habe das damals auch der Firma geschrieben, mit riesiger Begeisterung. Und ich habe nur ständig solche Erlebnisse erleben dürfen. Bei Neurodermitis ebenso, wo man gemerkt hat, in kurzer Zeit, also sprich ein, 2 Wochen bereits, wo man oft mutmaßen würde, dass es Monate dauert, bis der Körper das übernimmt. Nein, das passiert sehr rasch, weil diese Mikronährstoffe, die man Enzyme und Vitamine nennt, die sind ein kleiner Teil. Der größte Teil und der Gesundheitsbenefit ist eigentlich von den Riesengruppen der sekundären Pflanzenstoffe. Jetzt gibt es ja neue Studien über Phytochemikalien, wo man weiß, welche sind am stärksten, zum Beispiel die Flavonoide. Oder auch Stoffgruppen aus allen Obst-, Gemüse- und Beerenbereichen, die zusammenwirken und den Menschen bei der Entgiftung helfen, sprich bei der Ausscheidung helfen. Und ganz, ganz wichtig, was jetzt auch die Mikrobiomforschung zeigt, es geht um die mikrobielle Vielfalt und um die mikrobielle, um den Reichtum der gesundheitsfördernden Bakterien im Darm. Und da spielen Obst, Gemüse und Beeren die Hauptrolle. Stefan, du hast auch gerade deinen Stiefsohn noch erwähnt. Ich meine, Frage, wie früh, Nonale, wie früh soll man beginnen, den Lifestyle, einen gesunden Lifestyle zu pflegen? Am besten schon im Mutterleib, wenn die Mutter intelligent, also das Bewusstsein bereits darüber gesunde Ernährung hat, so wie es bei meiner Frau war. Wir haben jeden Tag, sie hat jeden Tag Juice Plus genommen, sie hat nie geraucht, sie hat nicht einmal einen Kaffee getrunken in der Schwangerschaft. Wir haben die gesündesten und logisch jeder Elternteil hat die schönsten Kinder.
aber das haben uns schon viele bestätigt, sie sind gesund, sie haben einen gesunden Darm, das kann man auch am Stuhl sehen, das kann man an der Haut sehen, das kann man sehen, wie oft sind Infekte, die auftreten. Und ich denke, es beginnt in der Schwangerschaft. Wenn man sich einmal zu Gemüte führt, Gynäkologen sind bestrebt, wenn eine Frau schwanger ist, ja, sie müssen jetzt vermehrt Vitamine zu sich nehmen und sie müssen sich, da plötzlich kommt der Arzt als Vitaminreferent zum Vorschein und später soll es egal sein, nein, nein, natürlich nicht. Und abgesehen davon, Vitamine gibt es eine Handvoll, die sind sehr wichtig, darum heißen sie so, aber viel wichtiger sind die Ballaststoffe, die Inhaltsstoffe, die sekundären Pflanzenstoffe, und die habe ich eben nur, wenn ich reichlich bunt, wenn ich die Regenbogenfarben esse. Und das ist eigentlich ein Manko. Und je früher wir beginnen, umso besser ist es, dass wir nicht so rasch altern. Wir altern zwar jährlich, aber zellulär gesehen, oder wenn man sich die Gefäße anschaut, es gibt ja Studien über Gefäßstammzellen, wo man sehen kann, bei Kindern ist das noch extrem gut vorhanden. Und je älter wir werden, umso schlechter wird es. Warum? Ganz einfach, weil die Oxidationsprozesse durch den Stoffwechsel, durch die naturierte Nahrungsmittel, Industriekost, Alkohol, Giftstoffe aus der Umwelt und dann noch die negativen Gedanken, die ebenfalls Giftstoffe produzieren, nämlich Stresshormone, die wirken sich generell auf das Altern aus, und dann wird man eben wie ein Apfel, der sozusagen verrunzelt dann dasteht und der keine Lebendigkeit mehr zeigt. Und das sieht man auch bei vielen Menschen, die hier unachtsam leben und überhaupt keine Rücksicht darauf nehmen, dass der Körper eigentlich der Tempel des Geistes ist, und so früh wie möglich zu beginnen. Aber die gute Botschaft ist, es ist nie zu spät. Das heißt, auch wenn man spät beginnt mit Obst, Gemüse, Beeren, mit der Zunahrung von diesen Mikronährstoffen, dann hat man einen riesen Benefit, man bekommt mehr Energie, die Zellen beginnen sich wieder zu erinnern, welche Botenstoffe sie produzieren. Man kann damit auch Krebsentstehung verhindern. Warum? Weil es die besten Antikrebsstoffe der Welt sind. Das kann kein Chemotherapeut in dieser Welt, was Obst und Gemüse schafft. Oder auch, dass wir weniger Infekte bekommen. Die Pandemie hat eindeutig gezeigt, dass der größte Teil der Menschheit, der Zivilisierten, einen desaströsen Darm hat. Sprich, einen minimalisierten Mikrobiombestand, das heißt wenig Bakterien, wenig gesunde, möglicherweise auch ein Leaky Gut-Syndrom, also einen Darm, der löchrig ist, der Giftstoffe durchlässt, und damit vergiften sich Menschen tagtäglich. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, so rasch wie möglich hier umzudenken, zu beginnen. Und die Umstellung ist natürlich eine Zeitfrage, aber wenn man das einmal geschafft hat, dann wird es immer besser, besser, und die Menschen gehen von Gesundheit zu Gesundheit und jeden Tag wird es ihnen besser gehen. Danke, Stefan. Wie gesagt, wir sind ja auch d'accord, die drei Säulen der Gesundheit, haben wir gesagt, das ist die Bewegung, ganz, ganz wichtig, was du selber erwähnst. Absolut. Natürlich auch Entspannung, gesunder Schlaf und eben das Thema, auch heute ist eben die Ernährung. Jetzt Obst, Gemüse, Beeren, ja. Nicht jeder Mensch, gerade die auch im städtischen Bereich zu Hause sind, so wirklich so im Stress sind, nicht jeder hat die Möglichkeit, Obstgemüse selber anzubauen, ja, weil wir ja wissen, das, was man in den Supermärkten bekommt, tja, ist unreif geerntet, lange Lager, lange Transportwege und so weiter, hat nicht mehr die Inhaltsstoffe, wie es früher noch in Omas Garten war. Wie gesagt, nicht jeder kann Obstgemüse anbauen. Das heißt nicht, dass man nicht essen soll, aber was kann man jetzt tun, um die Lücke zu füllen zwischen dem, was man essen sollte? Wenn man schaut, die Krebsgesellschaften und so weiter, die empfehlen ja 8 bis 10, 12 Portionen, also Handvoll, 8 bis 10 Portionen, Handvoll frisches, ausgereiftes, rohes Obstgemüse zu essen. Viele schaffen es nicht, können es nicht, viele können es auch nicht verdauen. Vielen schmeckt es auch nicht, das ist ja auch so ein Punkt. Ja? Ja. Was können die Menschen tun, die das nicht schaffen? Ja, für mich ist es ganz einfach, und das ist ja der Grund auch unserer gemeinsamen Freundschaft, die vor 23 Jahren entstanden ist. Uns verbindet bis heute eine Nahrungsergänzung, und hier ist es wichtig zu erwähnen, Nahrungsergänzungsmittel sind nicht gleich Nahrungsergänzungsmittel, so wie Menschen nicht gleich Menschen sind oder Ärzte nicht gleich Ärzte. Damit meine ich, die Qualität ist entscheidend, und nur, wie du richtig sagst, aus frischem, rohem und reifem Obst, Gemüse und Beerengemisch ist es möglich, die gesundheitsfördernden Mikronährstoffe in den Organismus zu bekommen. Und ich tue mir leicht, seit 23 Jahren nehme ich selbst täglich, tagtäglich, auch wenn ich in Florida bin, habe ich das eingesteckt und schlucke das jeden Tag. Das nennt sich Juice Plus, es ist kein Geheimnis.
Das stammt auch aus Kalifornien. Bei uns in Europa wird es über die Schweiz weitergesendet zu den Klienten. Und ich bin stolz darauf, als Arzt etwas gefunden zu haben, wo ich diese Lücke eins zu eins schließen kann, wenn es darum geht, den Mangel an Mikronährstoffen vollkommen zu beseitigen. Und das könnte jeder heute. Und der Beitrag, den man hier finanziell zu leisten hat, ist so klein. Also das Schönste an dem Produkt ist meiner Meinung nach der Preis. Weil der Preis ist dermaßen gering für 30 Sorten Obst, Gemüse und Beeren. Nicht einmal 3,50 Euro oder 3,60 Dollar zu bezahlen, ist für uns eigentlich die beste Art und Weise, diese Mikronährstoffe zu ergänzen. Heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem sehr viel Organic Obst und Gemüse esse. Das ist klar. Obst, Gemüse hat ja Ballaststoffe und die Ballaststoffe hätten keinen Platz mehr in diesem Substrat, in diesen Kapseln, sodass man das einfach zubuttert und zu isst. Und es schmeckt ja auch gut. Man soll ja auch Spaß und Freude am Essen haben. Aber ich gehe jeden Tag seit 23 Jahren mit einem guten Gewissen schlafen und stehe jeden Tag mit Freude und Power auf, weil ich weiß, mein Körper, mein Blutsystem, meine Zellen sind absolut versorgt mit Vitaminen, Enzyme, Mineralstoffe, Spurenelemente und mit einer Vielfalt von sekundären Pflanzenstoffen, die die besten Heilstoffe sind, die Mercedes-Stoffe eigentlich in der Gesundheit. Und die Studie vor 23 Jahren hat mich sehr überzeugt bei Juice Plus, nicht nur, dass es 100% Natur ist, die Früchte werden ja frisch und reif und roh geerntet, werden dann verjuiced und durch Wasserentzug kommen wir zu diesen wunderbaren Mikronährstoffen, dann kommt noch Fructose weg, also Zucker ist keiner mehr drin, Natrium kommt weg und übrig bleibt das, was unsere Zellen als sogenannte Instandhaltungs- und Betriebschemikalien benötigen. Ohne diese Stoffgruppen funktioniert keine Zellteilung, keine antioxidative Prozessierung im Stoff. Das heißt, das sind lebensnotwendige Stoffe, um nicht so rasch zu altern, um nicht an Oxidationsprozessen runzelig zu werden und krank zu werden. Genau das ist der Grund. Und genau hier liegt eigentlich die Botschaft von einer gesunden Nahrungsergänzungsmittel, die uns nicht nur Gesundheit verschafft, sondern auch geistige Gesundheit. Wir wissen, dass Alzheimer, dass all die neurodegenerativen Erkrankungen, alle weisen auf einen chronischen Mangel an Mikronährstoffen. Und das muss man wirklich der Menschheit breit gefächert am besten plakatieren und solche Sendungen machen und immer mehr Menschen informieren. Und das ist auch mein Zugang in der Ordination, dass ich die Freude habe, immer etwas mit auf den Weg zu geben. Niemand schafft das, niemand kann es schaffen, 10, 30 Portionen Obst, Gemüse in bunter Form nur möglichst, weil nur dann hat man wirklich die Synergieeffekte und das positive Ergebnis für die Gesundheit zu schaffen. Und wie gesagt, die Studie ganz am Anfang hat mich sehr als Mediziner fasziniert. Das waren die Messung der freien Radikale im Blut. Also jene Stoffe, die uns am Körper oxidieren, verrosten und älter werden lassen. Und da hat sich gezeigt, keine einzige Vitamintablette, die man hergestellt hat, wie Vitamin A, C und E, die sind sogar toxisch, weil sie chemisch, weil sie ein Nachbau sind, weil sie aus der Petrochemie erzeugt wurden. Aber nicht, wenn sie aus der Natur kommen, aus dem Apfel, aus dem Lycopin, aus der Tomate. Das wirkt im Körper. Und da verstehen wir erst, wenn der Mensch Gott spielen beginnt, dann geht das nicht gut. Aber wenn wir die Natur in unseren Körper nehmen, dann wissen wir, davon werden wir gesund und dafür bleiben wir gesund. Und das ist die beste Botschaft, die man eigentlich weitergeben muss und sollte. Danke, Stefan. Du hast gerade gesagt, wenn der Mensch versucht, Gott zu spielen. Kannst du, bevor wir ein bisschen darauf eingehen, du hast ja einen unheimlichen Zuspruch in deiner Ordination. Ich weiß, dass du viele, viele tolle positive Erlebnisse hast mit Juice Plus, mit deinen Patienten und der Familie. Da kommen wir gleich drauf. Kannst du vorher noch für unser Publikum kurz skizzieren, dass es jeder versteht, was ist der Unterschied zwischen einem synthetischen Vitaminpräparat, was man vielleicht in jedem Supermarkt, in jedem Drogeriestore bekommt, und was ist Danke. Der Juice Plus, was ist der Unterschied? Das ist ganz wichtig. Danke für diese äußerst wichtige Frage. Denn daran stoßt sich ja der Mainstream auch da draußen. Und selbst Journalisten und selbst Ärzte haben bis heute nicht geschafft, es wirklich zu verstehen. Also,
Wenn wir künstliche Vitamintabletten zu uns nehmen, es gibt Studien aus dem 86er Jahr, die bereits zeigen, dass diese Stoffgruppen nicht gesünder machen, sondern sogar Krankheiten erzeugen. Ich habe jetzt erst wieder Patientin gehabt mit einer schweren Polyneuropathie. Das ist eine Nervenstörung in den Beinen, in den unteren Extremitäten. Und die hatte sie bekommen, weil ihr Neurologe eine Tablette empfohlen hat, eine Vitamin-B-Komplex-Tablette, wo nachgewiesen ist, dass es nicht länger wie 2, 3 Wochen eingenommen werden darf, sonst kommt es zu diesen Nebenwirkungen. Also bitteschön, die Natur, nur die Natur hat den Verbund, das ist ein Vielstoffgemisch. Wenn man einen Apfel betrachtet, dann wissen wir, der hat ca. 15.000 Inhaltsstoffe. Das kann kein Mensch nachbauen, kein Mensch kann einen Apfel nachkonstruieren. Aber man hat den Glauben geschenkt für die einzige Gesundheitserhaltung und daraus versuchte man eben eine gute Geschäftsidee zu machen, indem man sie künstlich herstellt. Dass das bis heute noch verkauft werden darf, ist für mich ein Hohn an die Menschheit, weil ich würde nie jemandem etwas empfehlen, wo ich weiß, davon wird er krank, davon bekommt er sogar Krebs, wie die Studien das zeigen, aber niemals von 100% natürlichen Inhaltsstoffen aus Obst, Gemüse, Beeren und meinetwegen Kräuterextrakten, was auch immer hier möglich ist. Und das ist der riesige Unterschied. Also trennen wir bitte künstliche Vitamine von natürlichen. Und das ist der Riesenunterschied. Wir wollen ja auch keinen raffinierten Menschen im Gespräch, sondern wir wollen ehrliche, herzensgebildete Menschen, die vom Herzbewusstsein her sprechen, die empathisch sind. Die lieben wir, wenn man selber auch empathisch ist. Und genauso ist es bei Vitaminen und Obstgemüse. Und nur Vitamine zu nehmen ist sinnlos, weil es gibt nur eine Handvoll. Aber das Vielstoffgemisch, das macht die Gesundheit aus. Und das fördert unsere Gesundheit und wirkt stark antioxidativ. Juice Plus zum Beispiel ist nachgewiesen antibakteriell, gegen Infektion, gegen virale Infekte, ja sogar gegen Krebs und gegen Oxidationsprozesse, weil es ein starkes Antioxidant ist in diesem Vielstoffgemisch. Das können künstliche Vitamine alles nicht. Und noch einmal, diese Studien sind alle schlecht, grauenhaft schlecht und sind eigentlich, gehören sie verboten. Ja. Du hast zum Beispiel das Beispiel des Apfels gebraucht mit über 15.000 Inhaltsstoffen, großteils sind das sekundäre Pflanzenstoffe. Im renommierten, wirklich renommierten Magazin Nature kam ja auch eine Studie raus, wo man gesehen hat, ein Apfel, ein durchschnittlicher Apfel hat ja, wenn man allein Vitamin C nimmt, ist es sehr, sehr gering dosiert, aber man weiß, dass die antioxidative Kraft dieser kleinen Menge an Vitamin C in einem Apfel eine viel höhere antioxidative Wirkung hat als 1500 Milligramm isoliertes, weil eben der Apfel auch andere Stoffe hat, die diese ganze oxidative Kaskade unterbrechen. Richtig, ja. Sehr, sehr gut, das weiß man auch aus der Biochemie. Die biochemischen Studien haben gezeigt, dass sich diese Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente synergistisch verhalten. Das bedeutet, sie verstärken sich gegeneinander. Und wenn wir künstliche Vitamine nehmen, dann wird dieses Vitamin zum freien Radikal, weil es wird entradikalisiert, weil zuerst ist es antioxidativ, dann wird es zum Oxidationsstoff. Und bei den Obst-Gemüse-Inhaltsstoffen, Vitaminen, ist es genau umgekehrt. Sie recyceln sich eigentlich, ja, durch die sekundären Pflanzen. Das sind die besten Antioxidantien, weil die schaffen es sogar, dass aus den freien Radikalen wiederum bioaktive Stoffe werden und sie entradikalisieren. Das würde jetzt zu lange führen, um das zu erklären, kann jeder nachlesen. Übrigens möchte ich auch empfehlen, was ich mir im Mai immer wieder kaufe, wenn ich bei meiner Tochter bin, über Antioxidants, solche Dinge zu lesen. Das ist nicht viel, aber das Bewusstsein wird geschürt. Und ich denke, die Menschen bräuchten mehr Bewusstsein und mehr Ehrlichkeit in der Ernährung. Und die Ernährung ist das Um und Auf, wird das Um und Auf bleiben. Darüber kommen wir nicht hinweg. Da können wir noch so viele Milliarden Dollar in Krebsforschung, in Medikamente schütten. Das bringt alles nichts, weil letztlich ist jede ärztliche Behandlung mit Tabletten in Wahrheit überhaupt keine Behandlung. Die richtige Behandlung wäre, die Ernährung zu verändern, den Lebensstil zu verändern und hinauszugehen und Sport zu betreiben. Das ist das beste Medikament auf der Welt. Ich habe mal gelesen, ernährst du dich gesund, brauchst du keine Medizin. Ernährst du dich schlecht, hilft dir auch keine Medizin. Genau, sehr gut. Ja, stimmt, kann ich voll unterstreichen. Vollkommen richtig. Stefan, du empfiehlst ja nicht nur
Schuss Plus, Patienten, du liebst es selber seit 23 Jahren, als wir es damals kennengelernt haben mit deiner Familie. Magst du ein bisschen was erzählen so von deinen Patienten, welche Ergebnisse da erzielt wurden, welche Veränderungen positiven da erzielt wurden? Also ich könnte ein Buch darüber schreiben, in den letzten 20, 23 Jahren, was ich alles mit dieser gesunden Nahrung aus 100% Natur erlebt habe. Bei meiner eigenen Gesundheit, ich war damals Assistent des HNO-Arztes und war immer um 2 Uhr müde, obwohl ich geglaubt habe, ich esse gesund, bis wir uns kennengelernt haben, bis ich dann diese Obstgemüse, damals gab es ja nur Obst und Gemüse, genommen habe und ich konnte plötzlich bei mir selber vermerken, ich hatte mehr Antrieb, ich bekam mehr Power, ich fühlte mich wohler und das mache ich bis heute, wenn ich meine Vorträge halte, als Vortragende bei Ärzten oder bei Heilpraktiker, wo man über Ernährung, über das Mikrobiom sprechen. Ich nehme die doppelte Dosis und habe dadurch reichlich Energie. Ich habe keine Anzeichen von irgendwelchen Schwächen. Ich fühle mich jeden Tag topfit und ich denke mir, die Erfahrungen, die ich in der Ordination gemacht habe, zeigen, dass es die Menschen mit liebevoller Offenherzigkeit annehmen. Sie merken, dass es die Wahrheit ist, wenn man die Wahrheit spricht und wenn man das probiert. Und die Menschen, wenn sie offen sind dafür, vermerken das auch. Und die sagen, sie würden es nie mehr hergeben. Die merken selber, zum Beispiel Neurodermitis ist in kurzer Zeit völlig ausgeheilt. Oder bei Psoriasis oder bei Akne. Egal welche Krankheit ich gesehen habe, selbst bei Krebs in einem Stadium, wo man bereits Chemotherapie gemacht hat, durch Juice Plus, dank dieser Mikronährstoffe, konnten diese Menschen wieder Kraft bekommen, konnte sich der Darm beruhigen. Und die Studien beweisen ja eindeutig, es ist ein Zusammenspiel von diesen wertvollen Stoffgruppen mit der Biochemie unseres Körpers und unsere Zellen brauchen das ganz einfach. Also ich erlebe das täglich, ich informiere auch täglich Menschen, weil es in unserem Ärztegesetz auch steht, die Gesundheitsförderung, aber das habe ich mir selber beigebracht, denn im Studium lernt man überhaupt nichts über Ernährungswissenschaft und das dürfte wahrscheinlich ein Grund sein, warum die Schulmedizin überhaupt nichts weiterbringt in puncto Gesunderhaltung oder Heilung. Das findet praktisch nicht statt. Und das kann man aber sehr wohl mit Ernährung. Und hier ist Juice Plus ein Vorreiter, eine unglaublich tolle Ergänzung in jeder Richtung und spielt auch eine große Rolle bei Menschen, die Medikamente nehmen, dass der Darm gesünder bleibt, dass Haare, Nägel, die Augen werden besser. Wir können viele Krankheiten damit vorbeugen und wir können uns eigentlich die Gesundheit teilweise wieder zurückholen, wenn es schon so weit ist, dass wir Krankheiten bereits bekommen haben. Genau. Das auf der einen Seite hilft uns Juice Plus fit zu sein, also nicht nur gesund, sondern darüber hinaus, wie du sagst, voller Power, voller Kraft sein, nicht nur keine Krankheit zu haben, sondern darüber hinaus auch voller Kraft und voller Power sein, aber diejenigen, die Probleme haben, die Herausforderungen haben, einfach das zu lindern oder vielleicht auch komplett zu kuren. Ja, das ist ganz klar. Man muss auch eines verstehen. Obst, Gemüse und Beeren ist die basischste Kost auf diesem Planeten. Das bedeutet, wir werden krank durch chronische Übersäuerung. Und die Übersäuerung findet permanent statt durch unseren zu viel Fleischkonsum, zu viel Industriekost, zu viel Giftstoffe aus der Umwelt und auch bestimmte negative Gedanken machen den Menschen und den Körper übersäuern ihn. Und die Übersäuerung ist schuld daran, warum der Mensch parasitär auch belastet wird. Oder auch die Krankheitserreger hier sozusagen die beste Brutstätte für ihre Vermehrung bekommen. Und das ist wieder ein Grund. Wir wissen aus Studien, Afrikaner essen 20 Mal mehr pro Tag Obst, Gemüse und Beeren und Kräuter als ein Europäer oder geschweige denn Amerikaner. Und es ist für mich immer sehr traurig zu lesen, wenn man Studien anschaut in den USA, das reichste Land, die besten Ärzte, die teuerste Medizin, die besten Medikamente unter Anführungszeichen gesetzt, aber das schlechteste Outcome laut OECD, wo die krankesten Menschen leben, aber auch bei uns natürlich, in Europa ist es auch nicht viel besser. Aber das ist ein Zeichen, dass hier falsch informiert wird, dass hier von Medien völlig falsch informiert wird, in der Mainstream völlig falsch liegt und dass wir viel mehr arbeiten müssen in diese Richtung. Und hier ist diese Nahrungsergänzung mit Juice Plus ein riesen Vorteil. Ich kann nur jedem empfehlen, das zu nehmen, das wertzuschätzen. Es ist die Wertschätzung, es ist die Schöpfung, es ist die Natur. Ganz einfach. Mein Stefan, ich nehme jetzt mal an, wenn ich dich frage, wer soll Juice Plus nehmen, wirst du sagen, jeder.
Ja, aber wer ganz im Besonderen? Hast du so ganz spezifische, Ja, besondere Beispiele? absolut. Okay, jung, alt, schwarz oder Natürlich. wie auch immer? Natürlich. Dadurch, dass ich ja täglich in der Praxis Menschen habe mit bereits bestehenden Krankheiten, wo ich aus Dunkelfeldmikroskopie herauslesen kann, chronische Übersäuerung, Milieustörung. Und die meisten bei der Befragung, das gehört zum Arztwesen, dass man fragt, wie ernähren Sie sich, wie oft essen Sie, was essen Sie. Und dann setze ich das automatisch ein als Therapeutikum. Und das beste Therapeutikum ist eben Obst, Gemüse und Beeren und nicht Tabletteneinnahme. Weil hier, ich möchte eine Behandlung im Sinne der Schöpfung. Und gezielt einzusetzen ist es natürlich bei Kindern, bei Allergikern, bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo es tolle Studien gibt, dass es deutliche Verbesserungen zeigt, bei allen Asthma-Patienten. Also es gibt keine Krankheit, die nicht positiv auf Juice Plus anspricht. Und ganz wichtig ist es auch, weil ich ja selber fast täglich ins Fitnessstudio gehe und laufen gehe seit 40 Jahren, dass man das selber nimmt. Warum? Weil durch den Sport brauche ich mehr diese Betriebs- oder diese Instandhaltungschemikalien. Und da helfen uns diese Inhaltsstoffe, das Blut und das Gewebe basisch zu halten, die antioxidative Kraft sozusagen hier wirken zu lassen, weil wir ja sehr viel Oxidation, sprich Übersäuerungsprozesse im Körper erzeugen durch unsere Lebensweise und durch die Umweltgifte. Und das sollte eigentlich jeder vermehrt nehmen. Ich nehme die doppelte Dosis, weil das Alter, die Umweltgifte, Stressbelastung, es gibt auch den unbewussten Stress, auch der gute Stress kann zu einem Defizit führen, logisch, obwohl er einem gut tut. Aber hier brauche ich gezielt vermehrt diese Powerstoffe in Obst und Gemüse und Beeren. Das vereint auch eine Community nicht zu Unrecht. Das hat mit Liebe und Herzensbildung zu tun. Die Liebe zu sich selbst, zum Körper, zur Schöpfung, das hat damit zu tun, dass man sich damit auseinandersetzt, welche Nahrung gebe ich eigentlich meinem Körper? Und irgendjemand hatte mal gesagt, es sollte nicht Hippokrates gewesen sein, aber Nahrung soll Medizin sein und deine Medizin soll die Nahrung sein. Und das drückt eigentlich auch das aus, was die Wissenschaft heute zeigt. Obst, Gemüse, Beeren ist die essentiellste, grundlegendste Basis für die gesunde Haltung aller Menschen. Absolut. Wir kommen ja langsam zum Ende, Stefan. Leider, leider, leider. Es ist total interessant, dir wieder zuzuhören. Eine Frage ist noch, Kinder. Sie sind die schwächsten Glieder der Gesellschaft, aber auf der anderen Seite unsere Zukunft. Juice Plus und Kinder, du hast ja erwähnt, es gibt sehr, sehr viele Studien mit Juice Plus von den renommiertesten Universitätskliniken weltweit in den besten Papers publiziert, also wissenschaftlichen Papers mit einem sehr hohen Standard. Ich weiß ja auch von der Juice Plus Company, es gibt die Children Health Star. Das heißt, über 2 Millionen Familien nehmen Juice Plus und die Kinder bekommen es kostenlos. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was der Benefit für die Kinder ist und das Kinder, das, warum das sie es kostenlos bekommen? Ja, wie schon gesagt, Roland, ich habe es ja selber erlebt bei dem mitgebrachten Sohn von meiner jetzigen Gattin, der eine Katzenallergie hatte und wo die Allergie innerhalb von einer Woche bereits dermaßen weg war, dass er keine Tabletten mehr braucht am Abend und dass er keine Sprays mehr für sein Asthmaleiden bräuchte. Und die Kinder sind speziell belastet. Warum? Die Kinder kommen in eine Welt, die mit Umwelttoxinen voll belastet ist. Wir haben eine enorme Belastung aus der Umwelt. Wir haben einen Mangel durch diese Industrienahrung an Inhaltsstoffen, die nur in Obst und Gemüse zu finden sind. Darum heißen sie auch Inhaltsstoffe von Obst und Gemüse. Und das ist genau das Problem, dass hier bereits der Weg gelegt wird für die Krankheiten. Das heißt, wenn hier nicht begonnen wird, dass man bereits bei Kindern schon mit Obst und Gemüse, um Allergien zu verhindern, um den Darm zu regenerieren, um die Darmbakterien fit zu machen und gesund zu halten und die gesundheitsfördernden Darmbakterien mehr anzuzüchten. Und das zeigen Studien, dass das passiert mit Obst und Gemüse. Und dieses Obst-Gemüse-Bären-Gemisch verbessert auch die Aufnahmefähigkeit von verschiedenen Nahrungsstoffen. Wir wissen, die Darmzelle wird besser genährt. Und die Kinder sind unsere Zukunft. Und ich denke mir, wer hier nicht lernt, dass auch der Darm bereits zivilisiert geworden ist, das heißt, krank gemacht wird durch unsere Industrienahrung, durch die Wässerchen, die getrunken werden, wo lauter Chemikalien beinhaltet sind, die den Darm stören. Und kaum kommt ein Kind zu diesen wertvollen Stoffgruppen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass in den nächsten 15, 20 Jahren immer mehr kranke Menschen entstehen und das soll vermieden werden.
Das kann nur mit Aufklärung. Das mache ich täglich in der Praxis. Jede Mutter, die zu mir kommt mit Kindern, erwähne ich das, wie viel Obst, Gemüse isst ihr Kind eigentlich? Schafft es 5 Portionen? Ja, wir sehen durch Befragungen, nicht einmal 2, 3 Portionen werden geschafft am Tag. Und das kann es nicht sein. Das soll es nicht sein. Und dank Juice Plus ist es möglich, dass sie 30 Sorten in ihr Blutsystem bekommen. Und meine Kinder strotzen vor Gesundheit. Sie sind kaum anfällig für Infekte. Sie sind in der Schule ständig, wo andere schon husten und krank sind. Warum? Weil sie tagtäglich Juice Plus in Bärenform bekommen. Das heißt in Pastillen, wo eben in eine Kaktusmasse diese Stoffgruppen eingebracht sind, aus 100% Natur wiederum. Kein Zucker ist wichtig. Und ich kann Juice Plus in Pastillenform auch Fructoseintoleranzkinder geben. Die sterben eben, wenn sie Obst, Gemüse essen würden. Aber hier ist es möglich, weil die Fructose weggemacht wird und dadurch ist es frei und die Inhaltsstoffe heilen das Kind, heilen den Darm und dieses Kind kann eigentlich wie ein gesundes Kind leben, obwohl sie diese schwere Erkrankung aus der Immunitätslage heraus hat. Also es gibt viele Gründe, warum gerade Kinder vermehrt dieses Juice Plus nehmen sollten und ich kann jedem erraten, ich mache das bei vielen, die Kinderstudie und die wird dankbar angenommen, die Mütter, die Eltern freuen sich jedes Mal, sie bedanken sich auch und sie vermerken, dass das Kind besser lernt, sie konzentriert sich besser, Schlaf wird besser, sie sind auch nicht mehr so gereizt. Wir wissen, Zuckerkonsum macht das Gehirn aggressiv, da gibt es schöne Studien, übrigens in Miami, der Dr. Daniel Amen, der hat das sehr schön herausgefunden, dass Kinder, die psychisch auffällig sind, nicht psychisch krank sind, sondern dass sie durch ein Leaky Gut-Syndrom, ein Leaky Brain-Syndrom bekommen. Und hier spielt wieder diese Mikronährstoffzufuhr eine Riesenrolle und auch diese Basizität von Obst, Gemüse und Beeren. Also man sieht, man kommt nicht heraus aus dieser Schleife, wenn man sich das nicht zu Gemüte führt. Was ist hier los? Und das ist die Ernährung. Das ist 100% unsere Ernährung. Und davon werden wir krank oder gesund bleiben. Absolut. Und wie gesagt, die Kinder sind wichtig und liebes Publikum, wo immer Sie uns zuhören, wenn Ihnen Ihre Kinder, Ihre Neffen, Nichten oder Enkelkinder wichtig sind, überlegen Sie sich, Juice Plus zu nehmen, denn Ihre Kinder bekommen das kostenlos. Das ist ein unglaubliches Angebot von der Firma. Wie gesagt, über 2 Millionen Familien weltweit nutzen das Angebot. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten auf Deutsch, Sie haben die Kontaktdaten von Dr. Stefan Hammer. Wenn Sie in Amerika sind, Sie können auch gerne den Sender von Dr. Jacqueline Kirby kontaktieren, USA Global TV und Radio. Wir helfen Ihnen gerne weiter, damit Sie auch zu diesen positiven Benefits bekommen, die Ihnen Obst, Gemüse und Beeren bieten. Stefan, vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank für deine Ausführungen, für deine Zeit. Liebe Grüße. Ich bedanke mich auch. Wir können uns wieder mal persönlich sehen. Absolut, wird passieren. Danke dir. Vielen lieben Dank und ganz liebe Grüße. Und ich hoffe, dass die Botschaft angekommen ist. Es geht um die Ernährung, es geht um das Ganze, es geht um unsere Gesundheit. Absolut. Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Ja, ladies and gentlemen, this was another amazing episode about It's Your Healthy Lifestyle. And as you heard this message, it's easy. It's just your own responsibility to take the first step. If you need further information, you can contact Dr. Stefan Hammer, you can contact myself or the network, USA Global TV and Radio. We will help you to get the product. Thanks a lot. Stay healthy and see you in the next episode. Thanks and bye-bye.